Heute habe ich was ganz Besonderes vorbereitet und zwar habe ich hier einen super geilen Mod, den kennen vielleicht die ein oder anderen schon aus einem ICEP-Video, was vor 3, 4, 5 Tagen oder so live gegangen ist. Und zwar habe ich hier Mystery-Boxen, also ja, so Geheimnisboxen und die kann ich stellen und da kommt dann ein Random Tower raus. Und das Ganze ist in Kombination mit dem Ultimate Crosspathing-Mod, das heißt, es kann nicht nur ein 3-2-Dartaffe zum Beispiel rauskommen, sondern es kann auch ein 3-3-3-Dartaffe rauskommen und damit probiere ich heute mal Runde 100 zu schaffen. Ich werde hier die erste Box abwerfen und das sieht übrigens cool aus, wenn man die holt. Ich werfe mal hier ab und wir kriegen einen Sniper. Okay, das ist jetzt nicht so geil. Hier oben sind die ganz normalen Tower, aber die benutze ich nicht. Also, wir haben einen Sniper. Ich mache das Ganze hier auf Kubissen, weil das ist die leichteste Map auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde auch erstmal nicht upgraden, weil das wäre ja dann schon irgendwie cheaten, oder? Ich würde sagen, das ist schon cheaten. Ich stelle ihn auch mal auf stärkster. Ich glaube, nee, auf letzter hat er doch 10% mehr Attack Speed. Ich stelle ihn auf letzter. So, als nächstes können wir hier einen 1-1-X Tower bauen. Also der kostet 1200 oder den für 1000. Das ist halt jetzt die Frage. Ich hoffe, wir schaffen es zu sparen auf 1200. First und letzter. Okay, perfekt. So, wir lassen ihn auf letzter. Okay, ich glaube, ich muss diese Runde schon was bauen. Ich muss nochmal einen raushauen. Und okay, das ist gut. Den machen wir auf stärkster, den hier auf erster. Beziehungsweise letzter und stärkster ist, glaube ich, ein bisschen besser. Und jetzt müssen wir irgendwie auf 1200 sparen. Ich habe auch mal natürlich meinen Speedmod dabei. Das heißt, ich kann das Ganze hier ein bisschen upspeeden. Und eigentlich sollten die das schaffen, oder? 1200 haben wir fast. Ja, schaffen sie. Easy. Sehr geil. So, könnte halt auch hier einen 1XX Tower bauen. Aber wir bauen jetzt hier einen 1-1 Tower. Oder wollen wir noch weiter sparen und direkt auf den 2 gehen? Nee, wir bauen hier erstmal noch den. Und es ist ein 111 U-Boot. Sehr geil, weil das U-Boot sollte uns eigentlich easy bis Runde 20 bringen. Selbst wenn ich jetzt den Speed-Modus reinmache, guckt euch das an. Gar kein Problem. Also U-Boot ist einfach der geilste Early Game Tower oder einer der geilsten Early Game Tower. Wir sind jetzt hier bei Runde 20. Wir haben richtig viel Geld gespart. Und ich würde sagen, wir gucken einfach heute mal, wie weit wir überhaupt kommen. Also vielleicht kommen wir ja über Runde 100 und so. Tier Random Light. Was ist das denn? Soll ich das mal bauen? Tier Random Light. 1, 2, 2. Okay, für 3400. Die Position ist natürlich maximal beschissen. Und wir haben kein Camo, fällt mir gerade auf. Das ist auch nicht gut. Okay, die teuersten. Tier Random Light. Okay. Die teuersten kosten 62.000. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie eine Farm oder so. Oder irgendwas, was Geld machen kann. Ach, wir haben auch noch gar kein Blei. Doch, wir haben Blei Damage. Wir haben ja den Alchemisten. Der müsste ja eigentlich. Außer jetzt ist irgendwas anders. Bleischaden machen. Ja, okay, perfekt. Dann würde ich sagen, gehen wir hier auf den 2XX-Turm. Wobei, ich glaube, es gibt nicht viele 2XX-Türme, also Stufe 2 irgendwas Türme, oben 2, die Camo haben. Das meiste Camo ist in der Mitte oder unten, meine ich. Und deswegen brauchen wir irgendwas, was Mitte oder unten hat. Aber es hat leider keiner. Boah, dann wahrscheinlich hier den würde ich bauen. Ja, ja, ja! Nice! Oh mein Gott, das Affendorf. Perfekt. Jetzt haben alle unsere... Nicht alle, aber leider ist der Alchemist nicht drin. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal was gegen Camo. Wir haben hier ein Rabattdorf. Wir haben Dschungeltrommeln. Das ist richtig gut. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist ein Turm, der Blei kaputt machen kann. Hier in der Reichweite. Und wir können alle Arten von Bloons kaputt machen. Das ist richtig nice. Aber den brauchen wir auch erst bis Runde 59. Da kommt ja das erste Mal dann Camo LED. Also unsichtbar Blei. Sorry, ich sag irgendwie immer Camo LED. Weil ich halt immer das Game auf Englisch spiele. Außer mal heute. Deswegen, ich hoffe, ihr verzeiht mir da, dass ich da immer so ein bisschen Denglisch rede. So, gehen wir auf einen 3-3er oder gehen wir lieber auf einen 3XX-Turm? Also, der 3XX-Turm kostet... Ne, 700 mehr, die können wir, glaube ich, sparen, oder? Ja, dann haben wir einen 3XX-Turm. Natürlich hier in Reichweite vom Affendorf. Und es ist ein 333-Druide. Okay, der Druide sollte ja in der Lage sein, alles kaputt zu kriegen, weil der hat seinen Wirbelwind, der zurückwirft, und seinen Blitz, der hat... seinen Dschungeldruidenform, die komplett stark gegen normale Bloons ist. Und er hat Zorndruide. Außerdem kann er Blei kaputt machen und ist hier in Reichweite vom Radarscanner. Was bedeutet, wir haben auf jeden Fall schon mal für Runde 59 was gegen die Camo Bleibloons. Das einzige Problem, was ich jetzt sehe, ist der Moab. Weil ich glaube, unser Moab-Damage ist richtig beschissen. Der Zorndruiden-Attack, den hat er ja irgendwie nicht. Er hat ja nur den Blitz-Attack und der ist echt nicht so gut. Das heißt, ich glaube, ich werde hier jetzt gleich nochmal so ein Light, Random Light raushauen. In der Hoffnung, dass wir... was Gutes kriegen. Oh, eine Bananenfarm. Okay, take ich. Geld. Sehr nice. Ich werde ein... Nee, ich baue keinen Bananenfarmer. Ich heb das einfach selber auf. Bananenfarmer. Wobei, doch, komm. Ein Bananenfarmer. Warum nicht? Alles klar. Jetzt der Moab. Ich bin gespannt. Okay, wir haben, wie ich schon vermutet habe, unser Moab-Damage ist sehr, sehr schlecht.
aber dafür ist unser Bloom Damage richtig gut. Das heißt, wir müssen auf eine Stufe 4 Turm oder so warten. Wo ist denn der normale 4er Turm? Da hier, 9700. Wir werden nicht auf den 4-4X gehen, wir gehen einfach auf den 9700er 4XX Turm und müssen hoffen, dass dieser Turm irgendwie in ansatzweise gut ist gegen Mobs. Weil ab Runde 50 werden wir Probleme kriegen und wir müssen unbedingt jetzt irgendwas haben, was richtig Moab-Damage machen kann oder die Moabs zurückdrückt, was uns das Leben halt ein bisschen einfacher macht. Vielleicht ein Magier wäre krass, irgendwie sowas. Wir haben jetzt auf jeden Fall das Geld dafür. Ich würde sagen, ich platziere den mal hier, weil hier ist, glaube ich, mit die beste Position. Ich hoffe einfach, der wird gut und, okay, ein 3-4-2 Heli. Der ist jetzt nicht so mega geil, aber der kann halt Geld machen. Und das ist das, was ihn stark macht. Außerdem hat er Verfolgung, was so viel bedeutet wie, wir haben jetzt wirklich gar keine Probleme mehr gegen normale Bloons. Ich denke, ich verkaufe mal die ersten Türme. Das ist hier, das ist hier, das. Und der hat 660 Schaden gemacht, der ist auch komplett bad. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal rein auf irgendeinen 4-4-Turm. 4-4-X ist das doch, oder? 4-4-X, ja, hier oben steht es übrigens immer, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Und, oh mein Gott, das ist richtig gut. 4-4-4 Tag-Shooter an dieser Position hier ist wahrscheinlich mit das Beste. Wir können die Fähigkeit aktivieren. Der sollte auf jeden Fall die Mobs kaputt machen. Wir sehen das Ganze jetzt. Ich muss mal die Fähigkeit hier usen. Wir sehen das Ganze jetzt gegen Runde 50. Da müssten zwei Mobs kommen. Der erste und ja, der Tag macht halt ultra den Damage. Das ist eine richtig geile Position für den Tag. Ich denke, so mit unserem jetzigen Setup können wir auf jeden Fall erstmal sparen, bis wir genug Geld haben, um uns hier den Fünferturm zu holen. Die Frage ist halt, ob wir es schaffen, direkt auf den 5-5-X-Turm zu sparen. 62.000 ist eine Hausnummer. Aber eigentlich sollte das gehen, weil ich glaube nicht, dass wir jetzt hier bis Runde 80 irgendwelche Probleme haben werden durch diesen Turm hier gerade, den wir bekommen haben. Wie gesagt, Upgrades, Leute, sind verboten, die dürfen wir nicht machen. Ich darf wirklich nur diese random Boxen hier abschmeißen. Falls ihr den Mod übrigens feiert, ich werde euch den in die Kommentare reinknallen. Am besten, ich glaube, ich knalle euch das in den Pinned-Kommentar rein. Dann findet man das leichter, als wenn ich das irgendwie in die Beschreibung oder so reinpacke. Auf jeden Fall nochmal großen Shoutout an den Modmacher. Übelst geiler Mod, finde ich. Und nochmal vielen Dank auch an Isep, dass der hier den Mod auch geshared hat direkt. Sonst hätte ich den wahrscheinlich nie gefunden. Ihr müsst dafür aber Ultimate Crosspathing anhaben. Und an die ganzen Handyspieler, ich sehe die Frage ganz, ganz oft in den Kommentaren. Nein, Mods funktionieren nicht auf dem Handy. Alle, die euch da irgendwie was anderes verklickern wollen, die wollen euch abziehen. Also bitte, bitte, bitte installiert euch da nicht irgendeinen Scheiß aufs Handy. Ihr werdet sonst gescammt. Also Mods funktionieren nur auf PC, auf Steam, auf Epic Games auch, ist aber glaube ich ein bisschen komplizierter und auf Microsoft, glaube also auf dem Microsoft Store oder wie der heißt da, dieser Xbox Store, da funktioniert es glaube ich auch nicht. Okay, der BFB sollte eigentlich easy geone-shotted werden, oder jetzt hier? Oh, der Attack sieht auch so geil aus, habt ihr es gesehen? Der Attack sieht richtig geil aus, finde ich, weil er schießt in so einem Cone. Guckt euch das mal an. Seht ihr das? Das sieht richtig nice aus. Ist mir noch nie aufgefallen, dass er so cool das Feuer schießt, wenn er so gemoddet ist. Wir haben einfach Runde 80 gerade komplett durchgeknechtet und das mit diesem Setup. Wir können uns jetzt den teuersten Turm holen, den 5-5-X-Turm. Und das werde ich jetzt auch machen. Ich denke, ich werde den hier hinpacken. Hier. Und was kriegen wir? Hä? Der sagt, es ist ein 5-5-X-Turm. Und wir kriegen ein... Ah, vielleicht ist immer irgendeines gelungen, Rande. Und wir haben auf jeden Fall ein Heli bekommen. Oh mein Gott, ich muss den mit Mausfolgen steuern. Der 055 ist. Nee, das mag ich gar nicht. Ich glaube, den verkaufe ich wieder. Ich werde jetzt hier ein, zweimal die Fähigkeit... Ich kann halt theoretisch... Warte mal, ich kann das aufheben und hier vorne hin tun. Das ist natürlich lustig. Ich werde den mal fest verankern und verankere den einfach hier oben. Und jetzt schießt da einfach das Ding Feuer raus. Das ist natürlich sehr geil. Dann behalte ich den doch. Ich gehe direkt auf noch ein. Und es ist ein 5-5-1 Ninja. Sehr gut, dass unten einer drin ist. Das bedeutet, dass die ganzen Dinger hinterherfliegen. Sehr, sehr nice. Und glaube, hiermit sollten wir eigentlich Runde 100 schaffen. Wobei, die Moabs kommen schon relativ weit. Ich bin mal gespannt, wie die 90er Runden sind. Vor allem die DDTs und so könnten ein Problem werden. So, da sind die DDTs und oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Fliegt nach da unten. Okay, wir müssen nochmal probieren. Setz mal bitte wieder den Heli hier hin. Hier ist, glaube ich, eine gute Dings. Nicht den Heli, den Tag. Und jetzt, der müsste eigentlich jetzt die DDTs machen, oder? Ja. Okay, der muss in Reichweite hier vom Affendorf bleiben, sonst hat er keine Camo Vision und dann sterben wir halt einfach. Okay, die ganzen 95er DDTs haben wir auch easy hingekriegt. Runde 97 auch easy. Jetzt kommt Runde 98, eine der krassesten Runden im Bloons Tower Defense 6. Das ist mit die dickste Runde, das ist die dickste Runde, glaube ich. Vor Runde 100. Runde 99, jetzt gleich die Gepanzerten. Ich use die Fähigkeit. Okay, ohne Fähigkeit wäre ich gestorben. Ohne Fähigkeit wäre ich gestorben. Und jetzt der BRD. Schaffen wir den BRD. Danach werden wir neue Türme holen.
Und es sieht so aus, als würden wir ihn schaffen. Also ich glaube, die Tag Zone ist unser Hardcore-Carry. Er hat auch ganz gut Damage gemacht. Der Chinook nicht so. Der Druide, naja. Slow, Fähigkeit, easy. Okay, Runde 100 geschafft, Leute. Das soll es aber noch nicht gewesen sein. Wir gehen jetzt rein und holen noch einen Stufe 5 Turm. Ich werde hier jetzt den verkaufen, der ist irgendwie blöd. Und ich kaufe hier jetzt mal einen. Und wir haben, oh mein Gott, wir haben einfach die upgradete Version von dem hier bekommen. Den Zorn Avatar Superstorm in Kombination. Das ist sehr krass. Das heißt, ich kann den hier auf jeden Fall verkaufen. Ja, die Farm will ich behalten. Die macht halt ein bisschen Geld, minimal, nicht viel, aber ein bisschen ist auch was. Wir haben fast einen 5-5-5-Turm bekommen. Wir haben das Piratenschiff bekommen. Das ist auch richtig stark. Boah, guckt euch die Kanonen an, die da rausfliegen. In alle Richtungen. Okay, das ist richtig nice. Wir haben leider irgendwie keine Flugzeuge durch den Turm. Das ist ein bisschen blöd, aber dadurch ist auch nicht der ganze Bildschirm voll mit Müll. Und ich glaube, einen können wir noch kaufen. Permagebräu. Ja, danke dafür. Geil, wir haben jetzt auch noch einen Permagebräu-Buff auf allen Türmen. Der müsste eigentlich alles buffen. Wenn ich jetzt hier die Fähigkeit aktiviere, verwandelt nur er sich. Und dann macht er aber auch ultra viel Damage. Das ist sehr nice. Und ja, es hat wirklich jeder hier von meinen Türen Permagebräu jetzt. Ja, ich denke, wir können jetzt erstmal durchlaufen lassen. Ich glaube, Runde 119 sollte so eigentlich kein Problem sein, weil er hier halt auch alles zurückstößt. So, Runde 119, die drei BADs und ja, wir machen so unfassbar viel Schaden. Und sobald die platzen, wird alles zurück zum Anfang geschossen, weil er halt Geperma-Brew-buffed ist und Dschungeltrommeln hat und Zorn-Avatar in sich. Ist halt einfach eine ultimative Combo. Falls ihr das Ganze hier übrigens auch mal gegen den Boss-Modus oder so sehen wollt, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, gegen welchen Boss ich das machen soll, auf welcher Karte oder so. Das mit den meisten Likes wird auf jeden Fall gewinnen und dann werde ich das auch machen, weil irgendwie macht mir das extrem Bock und ich weiß ja jetzt noch nicht, wie gut das bei euch ankommt, aber ich denke mal, die meisten von euch würden sowas feiern hier. Ist irgendwie ein sehr geiler Modus, muss ich sagen. Ich hole jetzt noch einen Turm und wir kriegen Permaladung Moor-Beherrschung. Ey, wir haben ja so viel Pushback, also wir brauchen eigentlich nur noch BAD-Damage und dann kommen wir easy bis Runde 200. Ich werde hier jetzt noch einen hinbauen und einen Energizer für Cooldown Reduction. Auch sehr, sehr krass und für... Warte, das kann ich jetzt mal verkaufen. Den Bananen-Typi hier auch. Und ich glaube, den Support-Chinook, den können wir mittlerweile auch verkaufen. Der macht nicht mehr so viel. Das hier würde ich noch behalten, der Feuerring. Der macht gut Damage. Das Affendorf sowieso. Wir haben jetzt gleich schon wieder genug, um noch einen zu kaufen. Also es ist echt eine heftige Kombi. Ich glaube, ich nutze jetzt mal zwei Tech-Bots, damit die hier... die ganze Zeit die Fähigkeit aktivieren. Also ich will auf jeden Fall die Fähigkeit vom Ninja aktiviert haben, die Fähigkeit von dem und die Fähigkeit vom Boot, dass er die ganze Zeit Sachen reinhuckt. Und jetzt haben wir gleich genug, um noch ein 5-5 irgendwas Turm zu machen. Und ich denke mal, wenn die Runde vorbei ist, come on, jetzt. Okay, ich platziere den einfach hier und wir hoffen aufs Beste. Wir hoffen aufs Beste. Ja! Heimatverteidigung mit Primärexpertise. Oh mein Gott, Leute. Wie genial ist das denn? Ey, wir haben alle Buffs gleich. Das ist... Ich habe so Glück. Okay, hier die Fähigkeit permanent aktivieren. Ich sag euch, dieser Run geht easy bis Runde 200. Ich werde das Ganze jetzt durchlaufen lassen. Wir gucken uns das Ganze mal bei Runde 140, 160, 180 an. Und dann sehen wir, ob ich recht habe mit Runde 200 oder nicht. Ich werde auch keine anderen Türme mehr bauen bis dahin. Wir sind eine Runde vor Runde 140. Das heißt, der erste gepanzerte BAD steht kurz vor der Tür. Ich bin gespannt, ob wir den kaputt kriegen, aber eigentlich sollten wir den übelst auseinandernehmen, oder? Ich aktiviere noch die Fähigkeit. Oh mein Gott, wir haben ihn komplett auseinandergenommen. Okay, er hatte gar keine Chance. Er hatte absolut keine Chance. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass er kaputt gegangen ist. Okay, das heißt, wir gehen jetzt auf Runde 160 und gucken uns da das Ganze an. Okay, wir sind Runde 159 und die BHDs kommen immer noch nicht weit. Die werden direkt am Anfang einfach vernichtet. Das ist so krass. Wir sind jetzt gleich in Runde 160. Ich werde jetzt einfach nochmal die Fähigkeiten alle durchknallen. Da ist Runde 160 und... Wir schauen uns mal die Pops an. Also das Boot mit 16 Millionen wahrscheinlich auf dem ersten Platz. 366 auf dem Affen-U-Boot. Oh, auch 9 Millionen auf dem Druiden. Ganz nice, aber der steht dafür schon sehr lange da. Der ist halt eher so gut fürs Zurückdrücken. 22 Millionen auf dem Boomerang. Okay, der ist Platz 1. Ja, Permagebräu einfach zum Healen. Er hier zum Buffen. 5 Millionen auf dem auch gar nicht so schlecht. Und ja, der hier ist irgendwie ziemlich Schmutz. Also den... Ja, aber gut, da kommt halt auch keiner ran, ne? Also der beste Turm gerade, der... Permaladung Moab-Beherrschung. Sehr krasser Turm auf jeden Fall. Aber warte mal, soll ich eigentlich beide Affendörfer behalten? Weil wir haben... Ne, das kann ich ja verkaufen, oder? Ja. So. Kann ich das so machen? Ja, besser. Ich hole jetzt hier noch ein paar... Wobei, nee, ich lass mal durchlaufen und guck, ob wir Runde 200 schaffen. Okay, wir sind hier gerade in Runde 178 und langsam, aber nur ganz langsam, kriegen wir ein paar Probleme mit den BADs. Also ihr seht das jetzt gleich, wenn gleich ein BAD kommt. Die kommen schon bis hier vorne hin. Also ich denke, Runde 200 wird schon relativ knapp. Wir können natürlich jetzt einfach die ganzen Türme hier noch raushauen.
und könnten dann wahrscheinlich ewig weiterspielen, weil wir ultra die guten Türme gekriegt haben. Ich glaube, wenn du Permanentgebräu und Heimatverteidigung kriegst, dann ist sowieso GG, weil du halt einfach deine ganzen Türme waffen kannst und das praktisch bis ins ganz tiefe Late Game reingehen kannst, wahrscheinlich bis Runde 300, 400. Das Problem ist, ich habe gerade keinen Runden-Changer-Mod drin und auch nicht den Timekeeper und ich würde jetzt nicht das Ganze neu starten, weil ich glaube, dann könnte mein Game crashen und dann kann ich hier wieder von vorne anfangen. Deswegen würde ich sagen, wir gucken jetzt einfach nochmal, also ich denke, so würden wir schon Runde 200 schaffen. Ich werde jetzt hier noch ein paar Stufe 5 raushauen, gucken, was wir kriegen. Waldgeist Zornavatar, wir haben Doppel Zornavatar, auch sehr nice. Dann hier den noch, das ist der 553 Magier, auch sehr, sehr stark. Wobei, na, es geht so. So stark ist er gar nicht. Dann hier vorne noch einen, gucken, dass der wieder in Reichweite von allem ist. Das ist das 555 Boot. Okay, das ist richtig krass, das ist noch besser als das Boot hier. Das wird auch richtig viel Damage machen. Dann haben wir den noch raus. Das ist der, ey, wir können theoretisch einen Magus Perfectus machen, der 255 Magier, auch nicht so stark, wenn man ehrlich ist. Hier noch die 255 Kanone, ich glaube, die ballert schon richtig rein. Und die letzten drei sind der Engineer Paragon, basically. Der hieß ja früher oben, der hieß ja früher Paragon auf Englisch. Der heißt jetzt irgendwie Wachposten oder so auf Deutsch und auf Englisch weiß ich gar nicht, wie er heißt. Sentry Champion, glaube ich. Früher hieß er Sentry Paragon. Und das 554 Boot. Leute, ich glaube, das soll es gewesen sein. Ihr seht hier, ist komplettes Chaos los. Also, die würden jetzt easy Runde 200 schaffen. Aber wie gesagt, ich habe keine Rundenchanger und das Ganze wird jetzt noch 20 Minuten dauern oder so, bis die da angekommen sind. Aber ihr seht, ne, die kommen nur bis hier vorne hin. Wir sind auf Kuhbissen. Deswegen, die Map ist halt einfach super easy. Wir haben einfach zweimal die Fähigkeit hier von dem. Leute, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, falls ihr irgendwie nochmal diesen Mod sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, wo und gegen was. Also gegen irgendeinen Boss oder so oder einfach nur längste Runde oder so. Ja, ich lese mir auf jeden Fall die Kommentare immer durch. Nimm dann auch gerne mal Vorschläge aus den Kommentaren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Benutzt gerne meinen Creator-Code. Wir sehen uns morgen. Genießt das schöne Wetter und ciao.